Hallo, meine Lieben, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer etwas anderen Folge. Und zwar möchte ich mal aktiv gegen meinen großen Pile of Shame angehen. Und ich will heute euch mit dazu nehmen. Vielleicht findet ihr ja auch mal so Spiele, die euch auch gefallen, ne? Und zwar habe ich mir dazu jetzt drei Spiele herausgesucht. Tadadadada, die ich jetzt einfach mal so ungefähr 10 Minuten, sage ich mal, anspielen will, dass ich zumindest einmal reingespielt habe und dass man im Hinterkopf überhaupt, okay, wenn ich mal Bock auf so und so ein Spiel habe, dann weiß ich, dass ich hier zugreifen kann. Und zwar, ihr seht schon gerade am Bildschirm selbst, einmal Windjammers, dann einmal Hollow Knight und einmal Velocity. Nicht wundern, bis auf Hollow Knight, die beiden sind von Limited One bzw. von Strictly Limited Ausgaben. Die kriegt ihr normalerweise nicht physisch. Ich bin ja immer so ganz gerne, wenn diese Unternehmen etwas physisch anbieten, bin ich immer meistens dabei. Und Hollow Knight, das ist eine etwas andere Version, die hatte ich damals bei Play Asia bestellt. Und da gucken wir auf jeden Fall mal rein, aber genug der langen Vorrede. Falls euch nur ein Spiel von den dreien interessiert, da packe ich euch den unten in die Videobeschreibung entsprechende Timestamps, dass ihr dann direkt dahin springen könnt. Aber ich würde sagen, Windjammers, ein Limited One Release, was ich habe, ist auch schon relativ wertvoll geworden. Wenn ihr mal bei eBay guckt, das ist schon, ja, da hat man eine gute Wertsteigerung, sage ich mal auf jeden Fall. Ja, ich habe keine Ahnung, die der Bestellgruppe, die waren alle so begeistert von dem Spiel, da habe ich mich denn einfach angeschlossen. Ich glaube, es ist so eine Art Frisbee-Sportspiel und ich meine, dass es früher ein Arcade-Titel war, der jetzt portiert wurde. Aber ich würde sagen, schauen wir mal, ne? Ja, ich würde sagen, Grafikstil ist natürlich schön pixelig, ne? Da sind wir natürlich immer gerne dabei. Ja, gucken wir mal Arcade, ne? Ja, leicht. Auf jeden Fall leicht. Okay, wir können uns verschiedene Charaktere auswählen. Geschwindigkeit, Kraft, Mittel, Schwer. Sind das jetzt die Schwierigkeitsgrade, wie man sie spielt? Oder so, ich sag mal, ja, also so wie sie sich bewegen und sowas wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich nehme eher mal leichtere. Sonst hätte ich natürlich jetzt eigentlich eher den deutschen genommen. Wollen wir hier den S. Miller nehmen? Gucken wir mal. Ja, ich glaube, es ist wirklich eine Arcade-Portierung. Okay. Ah, okay, man kann so mit Bande spielen und so. Ah, man muss wahrscheinlich, nehme ich mal an, die Tore treffen. Jawohl! Hey, das ist gar nicht so schlecht. Das hat so ein bisschen was von Pong. Pong in cool quasi. Oh, okay, mit einem super Schuss. Ha! Hey, ich bin gar nicht so schlecht da drin. Ich bin gar nicht so schlecht da drin. Und zack! Gefällt mir das Spiel. Ist natürlich auch entsprechend mit dem Scanline-Effekt etwas, die Grafik. Und es ist nicht... Oh. Es ist wirklich immer so. Wenn ich irgendwie sage, ach, ist gar nicht so schwer oder sowas, dann sterbe ich immer oder keine Ahnung was. Ich muss nur mal gucken, was die einzelnen Knöpfe alle machen. Okay, damit kann ich so ein bisschen... Wahrscheinlich, wenn er vorne an die Bande geht irgendwie. Und zack. Ja. Also doof ist der Computer auf jeden Fall nicht. Ja, super. Also scheint so ein bisschen wie Sets, nehme ich mal an, so ein bisschen wie Tennis aufgemacht zu sein. Ja, gucken wir mal. Also gefällt mir. Vor allem, wenn man das natürlich auch online spielen kann, wäre es natürlich super. Jetzt weiß ich, warum die anderen da so begeistert waren, auf jeden Fall. Also es ist jetzt kein Spiel, was man, glaube ich, jetzt stundenlang spielen kann, aber so für zwischendurch, so als... Ja, es ist... man kann es da wirklich Pong-Variante nennen, ne? Ha! Über die Bande! Sauber! Sauber! Das mit diesen... Beim Tennis darf man der Loop, glaube ich, dazu. Das habe ich nicht ganz verstanden, was da der Sinn ist. Weil der geht ja nicht so nah an das Netz, sage ich mal. Scheint aber eher eine Linie zu sein.
Da war aber langsam hier. Und zack. Na, ich hätte nicht so steil werfen sollen. Ha, es bleibt spannend. Es bleibt spannend, meine Lieben. Okay, gucken wir mal. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das mal ein Arcade-Spiel war. Das weiß nicht, so von der Aufmachung und sowas. Das passt irgendwie. Oh. Ah, okay, mit den Schultertasten kann ich springen. Ha! Um dann noch schneller sein. Und aufs Boah. Okay, also man kann ja wirklich so rumhechten und so weiter. Passt natürlich zu dem Spiel. Da hätte ich wahrscheinlich jetzt den Loop gebraucht. So. Na, komm. Nein! Oh, zu spät hingesprungen. So, gucken wir mal. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er den jetzt noch erwischt, ehrlich gesagt. Na, komm, 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 komm. Ah. Es ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie es aussieht. Ah. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, es ist momentan eher zufällig, wenn ich mich hier... Ah. Und, na, komm. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich spiele jetzt in diese Spiele hier ganz, ganz frisch rein. Spiele zum ersten Mal. Und dafür habe ich mich gar nicht so schlecht geschlagen, würde ich sagen, oder? Also ich würde sagen, wir zeitmäßig, jo, 5 Minuten haben wir dafür jetzt gebraucht. Ich mach mal Continue, nein. Um einfach mal hier noch einen anderen Charakter oder sowas zu sehen. Die ist jetzt noch schneller. Hm. Ich guck mal hier die mittleren. Aber ich glaube eher den Spanier. Der ist nicht ganz so langsam wie der Rechte auf jeden Fall. Aber so von Aufmachung und sowas, das gefällt mir. Hat was. Auf jeden Fall. Ah! Da kriegt man verschiedene Punkte. Also wenn ich in die Mitte treffe... Dann kriege ich mehr Punkte für einen Wurf. Aber in der Mitte ist es natürlich auch einfacher für den... Der hat hier aber hier die Killer-Moves, ne? Ah! Okay. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, ob man die Frisbee quasi gleich so rausfangen kann oder irgendwie sowas. Ich habe das Gefühl, es hat sehr, sehr starke Timing-Momente. Aber schmeckt, würde ich sagen. Man muss auf jeden Fall sehr dynamisch spielen, merke ich gerade. Nur man darf halt nicht die Übersicht vergessen, ne? Zack. Jawohl, jawohl, komm, komm, den Satz schaffen wir noch. Jawohl! Sehr schön, haha. Ne, das gefällt mir, das gefällt mir. Macht Spaß. Vor allem, weil es auf den ersten Blick irgendwie so... Na, komm her. So simpel aussieht, aber es hat mehr Tiefe, als man denkt. Nur halt, wie gesagt, die Musik, die ist etwas schnarchnasig, finde ich. Jawohl, 5 Punkte in die Mitte. Ich würde jetzt natürlich jetzt gerne sagen, das war Absicht, aber ihr kennt mich. Zack. Und. Okay. Ach so, wenn die quasi so hoch fliegt und sie es nicht fangen, dann gibt's 2 Punkte, jawohl. Also ich werde langsam besser, würde ich sagen. Ich werde langsam besser. Komm hier. Ah! Oder auch nicht mal ansatzweise. Und zack! Es wird. Es wird.
Sehr schön. Okay, jetzt gucken wir noch mal kurz in die nächste Runde rein. Ich gucke gerade auf die Zeit. Bisschen haben wir noch. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht in die Länge strecken. Nur, dass ihr halt mal so einen ungefähren Einblick in das Spiel bekommt. Und ich natürlich auch, ne? Also, ich kann euch jetzt substanziell jetzt nicht viel zu dem Spiel sagen. Hä? Ach, jetzt sind da so Poller. Das ist ja cool. Aber ich würde das denn ja quasi... Zack, hier. Habe ich jetzt... Ja. Okay. Also, verschiedene Untergründe gibt es auch noch. Das fühlt sich auch bei der Steuerung leicht anders an, muss ich sagen. Ah, sehr schön. Okay. Obwohl diese Poller das Spiel irgendwie gefühlt auch etwas verlangsamen. Aber es ist interessant, was sie da machen. Zack. Oh, nee, macht aber Spaß. Gefällt mir. Da bin ich jetzt echt froh, dass ich die physische Version von habe, weil ihr kennt, ich bin eigentlich so einer. Ich bin ja hauptsächlich PC-Spieler. Damit habe ich mich schon mit den digitalen Sachen Versionen ja schon quasi abgefunden. Aber das Switch habe ich zumindest. Oh, so als Curveball. Habe ich ja bisher immer umsetzen können. Wenn es so digital verfügbar ist, ist es nichts für mich. Ich will ja auf jeden Fall immer die physischen Versionen haben. Deswegen bin ich immer ganz froh, dass es dann auch solche Firmen wie Limited One und sowas gibt. Nein! Oh. Und vor allen Dingen, die packen auch mal so schöne Handbücher noch mit rein und so weiter. Sowas finde ich immer ganz nett. Haha, das ist so falsch gelaufen. Hihi. Dann kommen wir her. Zack! Zack! Ah, verdammt, ich dachte, damit komme ich durch. Haha! Ich würde sagen, ich werde immer besser. Ich will zwar nicht sagen, dass ich unbedingt immer auch das erreichen will, was passiert, aber... Hahaha! Kriegen wir hin. Sehr schön, aber ich sehe gerade, 10 Minuten sind vorbei. Oh! Eine Bonus-Round. Die spiele ich noch. Ach, ich steuere jetzt den Hund. Nein, komm, 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 die Füße, die fangen wir. Jawohl. Herrliche Idee. Prima. Nee, gefällt mir das Spiel und ich würde sagen, ab zum nächsten Spiel. So, als nächstes ist Hollow Knight dran, da bin ich sehr gespannt drüber. Das Spiel hat ja einen sehr, sehr guten Ruf, soll aber auch sehr schwer sein. Ja, als ich das Modul gerade eingelegt habe, wollte ich erstmal 30 Minuten Updates runterladen. Das habe ich jetzt mal nicht gemacht, aber ich schätze mal, weil bei dieser physischen Version, die ich habe, das ist eine andere, die hier in Europa erschienen ist, da sind die ganzen Zusatzinhalte dabei. Ich nehme an, dass er die runterladen wollte. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Also so der Intro-Screen und sowas, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Wird jetzt wahrscheinlich eher so ein anderes Feeling rüberbringen, als ist das Strand-Frisbee-Spiel. So, seit jeher ist der Name dein stets ehrfurchtsvoll erklungen. Unsere wilden Seelen, Zähmung, die dir gelungen, in bleicher Wacht hast du gelehrt und den Instinkt gezäumet, gab's Biest und Käfer eine Welt, die sich nie erträumet. Aha. Klingt, auch wenn es ein Gedicht sein, so etwas holprig in der Übersetzung. Aber ich halte mal meine Fresse. Weil ich glaube, das soll jetzt hier gerade mal so ein bisschen die Stimmung aufbauen, ne? Ja, wollte gerade sagen, das wird der Fiesling sein, aber wenn er jetzt irgendwie zerbricht, uncool. Okay, so drei Steine. Also wie, auf jeden Fall ein Plattformer, soweit ich weiß. Ja, da sieht man schon den schönen Grafikstil auf jeden Fall. Der ist so ein bisschen gezeichnet, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Sieht auf jeden Fall sehr stimmungsvoll aus, deswegen bin ich gerade ruhig. Also das nenne ich mal von Intro und Spielgrafik sehr flüssig, würde ich sagen. Okay, so. Da können wir springen. Gefällt mir. Hat eine sehr, sehr schöne Stimmung, muss ich sagen. Steuerung ist auch knackig. Mal gucken. Hier oben gibt es da bestimmt irgendwas. Betrachten, interagieren nach oben. Höhere Wesen, diese Worte sind euch allein bestimmt. Eure große Stärke zeichnet euch also zugehörig aus, fokussiert eure Seele und vollbringt so, wovon andere nur träumen. Sammle Seelen, indem du Gegner angreifst. Wenn du genug Segen gesammelt hast, halte A und fokussiere die Seele, um dich zu heilen. Okay, gut, damit kann ich mich heilen. Ach, ist das da oben links, dieser Seelenbehälter quasi? Boah, keine Ahnung. Ich nehme es mal an, wird sich zumindest so von der Logik anbieten. Die Grafik ist cool, weil das alles so gezeichnet ist und dadurch auch sehr, sehr homogen und das passt halt einfach alles, ne? Gucken. Ich habe es einfach mal A gedrückt, um mal zu gucken, was passiert. Also, es gefällt mir. Ja, gucken. Na, dann komme ich doch bestimmt dann hoch, wenn ich das kaputt mache. Da kicken die Gamer-Instinkte ein, würde ich mal sagen. Mal gucken. Also, es scheint eher jetzt so ein Tutorial-Level zu sein, so eine Art. Höhere Wesen, diese bla bla bla. Jenseits dieses Ortes liegt das Land des Königs und Schöpfers. Überschreitet diese Schwelle und beugt euch unseren Gesetzen. Werdet Zeuge der letzten einzelnen Zivilisation des ewigen Königreiches. Heilandnest. Okay. Okay, das ist nur, dass ich das Gelaber habe. Ja, komme ich da durch? Da muss man aber lang drauf kloppen. Meine Güte. Ich höre gerade, die Katzen machen irgendwas. Ich mache einen kurzen Cut. Bleibt dran. So, und da sind wir schon wieder. Entschuldigung, die haben irgendwas umgeworfen. Und da, wenn es rumpelt, dann muss man natürlich immer mal gucken, was passiert ist. Also, ich finde die Grafik sehr schön. Muss ich sagen. Muss ich sagen. Vor allem auch jetzt auf den großen Bildschirm. Also, Switch spiele ich normalerweise eigentlich ausschließlich im Handheld-Modus. Aber da ich jetzt hier natürlich jetzt aufnehme, natürlich nicht, logisch, ne? Weil ich muss ja irgendwie das Signal abgreifen und so weiter. Das macht auf dem großen Bildschirm, sieht das auch sehr schön aus. Okay. Was haben wir hier? Ausruhen. Ach, da kann ich mich wahrscheinlich heilen. Ja gut, ich bin ja glaube eh voll geheilt. Das ist so ein richtig schöner, düsterer Stil, ne? Also das ist natürlich jetzt... Alles für den Kartografen. Wir haben in Kürze geöffnet. Okay, da kann man wahrscheinlich dann später die Upgrades kaufen, nehme ich mal fast an. Es ist natürlich jetzt ein sehr, sehr starker Kontrast zu dem eher fröhlichen Strandspiel, ne? Aber das ist cool. Hat was. Das ist, glaube ich, aber auch fast eher so ein Spiel. Halte A, Fokus, sich zum Heilen. Ah, und dann. Ach, diese Köpfe da oben sind meine Lebenspunkte, okay. Kriegen wir hin. Ich wollte gerade sagen, das ist fast gar nicht so ein Sommerspiel, würde ich fast sagen, oder? So düster und so melancholisch. Ja doch, gefällt mir auch. Bin ich auch froh, dass ich das auch physisch habe, mit allen Add-ons. Eintreten, mal gucken, was uns da erwartet. Es soll aber später noch echt schwer werden. Okay, zuhören. Na, Minobis. Wie schön, einen anderen Reisenden auf diesen vergessenen Straßen zu. Ich mach mal hier bla bla. Ihr wollt ja aber Gameplay sehen, ne? Naja, das Ei soll man öffnen. Das ist wahrscheinlich das aus dem Intro. Ihr sollt ja halt schon einen gewissen Eindruck von dem Spiel haben. Aber ich denke mal, es wird so auf Plattformer, Kampf, Rätsel-Ebenen, keine Ahnung, was sind, mit verschiedenen Fähigkeiten.
Das ist cool, wenn man getroffen wird, dass das denn so, dass der Ton denn so, der matt wird, gedämpft. Ich schätze mal, da wird es wahrscheinlich dann noch verschiedene Items geben und so weiter. Okay. Komme ich voll heilen. Die Mechanik finde ich aber gar nicht mal so schlecht, dass man dann quasi sich durch die Gegner... Schade, ich dachte, ich kann mich irgendwie hochziehen oder irgendwie sowas. Das scheint zumindest noch nicht möglich zu sein. Ich gehe hier mal oben lang, da wird es zum Ausgang geben. Scheint auf jeden Fall auch eher auf Erkundung ausgelegt zu sein. Also nicht sehr geradlinig, sehe ich gerade hier. Getroffen. Okay. Also ich bin nicht gut drin und das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Aber der Stil, der gefällt mir. Ist das ein Fiesding oder? Ja. Da haben sich echt mal was ganz Eigenes. Ich bin nicht gut drin. Ich bin echt nicht gut drin. Zack, komm. So. Also ich merke schon, das kann, also das sind wahrscheinlich auch die einfachen Level, ich bin einfach nur zu schlecht, aber das kann durchaus echt schwer werden, wenn das so weitergeht. Also man muss mit dem Schwert auf jeden Fall gut getimed angreifen. Zack. Ach, da oben, ah, man kann auch nach oben angreifen, das ist gut. Sowas ist immer gut. Ich hasse Spiele, wo man das nicht kann. Und wenn Gegner oben sind, da rege ich mich jedes Mal auf. Na komm. Also scheint Metroidvania zu sein. Wie gesagt, ich habe mich nicht großartig informiert. Das sind wirklich so die wirklichen Ersteindrücke, aber... es gibt keinen Fallschaden. Das habe ich schon mal herausgefunden. Das ist natürlich... Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich kann mal doch... Hallo, bist du hier unten, um diese schönen alten Ruinen zu erkunden? Machte mich gar nicht. Ich habe auch eine Schwäche für das Erkunden. Sich zu verirren, dann den Weg wiederfinden, ist einfach genügend wie kein anderes. Wir haben großes Glück, du und ich. Ich bin Kartograf vom Beruf und fertige eine Karte von diesem Gebiet hier an. Möchtest du eine von meinen Arbeiten kaufen? Ja. Bitte. Karten kann man hier, glaube ich, echt gut gebrauchen. L gedrückt halten. Mal gucken. Blablabla. Ah, ach, aber man sieht nicht, wo man selbst ist. Ah. Sie machen es eigentlich ganz einfach. Da wird der Boss sein in der Mitte. Keine Ahnung. Aber ich sehe gerade, die 10 Minuten sind auch vorbei. Auch hier, schönes Spiel. Gefällt mir. Habe ich gut gekauft. Und ich würde sagen, schalten wir denn mal zu Velocity rein. So, kommen wir zum dritten und letzten Spiel, und zwar Velocity 2X. Das ist ein nicht Limited Run, das andere Strictly Limited, die aus Deutschland die Kollegen release. Das hat mich sehr interessiert, weil ich von den Screenshots her den Stil einfach klasse fand. Und wo ich jetzt hier gerade die Musik höre, klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Okay. Mal gucken, wo es da geht. Es scheint, wenn ich den Trailer richtig interpretiert habe, ist das so eine Mischung aus Shoot'em'up und Sidescroller? Keine Ahnung. So, gucken wir mal, was uns hier einfach erwartet. Also ich fand den grafischen Stil sehr, sehr halt schön. Puh, überspringen weiter. Keine Ahnung. Ach, das ist Story. Ich spring einfach mal rein. Ihr wollt Gameplay sehen und nicht die Story. Wenn ihr die Story wirklich verfolgen wollt, dann könnt ihr euch das Spiel auch holen. Ja. Dieser Boost ist ein wichtiges Feature zu des Quap Jets. Da solltest du lernen, ihn richtig einzusetzen. Den Boost ein, indem du ZR drückst. Okay. Okay. So. Also es sieht schon sehr cool aus, finde ich. Ne? Ist der Boost da irgendwie begrenzt nur? Rette die Überlebenden. Okay.
steuere den Quarkjet mit L oder nach oben links. Oder, ja, gut. Immer diese ewigen Tutorial-Missionen, ne? Zack. Die Musik, die gefällt mir. A, um zu feuern, okay. Die Impulskanone scheint auch eher so Standard-Dings zu sein. Grundausbildung. Bleib mit dem Schiffs am unteren Bildschirmrand. Okay. Ja, das. Ja, bei dem passiert genau sowas. Das hier auf Zeit oder warum soll ich den aktivieren, um mich in Sicherheit zu bringen? Ich bin gut. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Bei so Stellenpassagen, da hilft es auch meistens ja nur so einen Tunnelblick quasi zu haben. Ja, also Bronze, ne, mindestens. Ja, 3 Sterne. Gucken wir mal. Also scheint eher so ein bisschen missionsbasiert zu sein und jetzt nicht so. Ja, also eine Kampagne, ein Level nach dem anderen. Also ich finde, es hat immer ein anderes Gefühl, wenn man die Level dann immer selber. Okay, scheint dieser Plattformer-Part gar nicht so intensiv zu sein, aber irgendwie gefällt mir das Spiel. Vor allem auch mit dieser Musik und diesem Stil, das passt sehr gut zusammen. Um an einer anderen Seite zu teleportieren und die Überlebenden zu retten, halte ZL gedrückt, um den Teleportzeiger anzuzeigen. Okay. Ah. Boah. Seht ihr das? Zack. Ja. Oh. Ach du Scheiße. Ha! Das bringt natürlich noch ordentliche Tiefe rein. Aber es ist mal was anderes, ne? Ich denke mal, wenn man das so ein bisschen öfter mal gemacht hat, dann hab. Na. Ich bin halt einfach kein Controller-Spieler, ne? Gefällt mir doch. Ich weiß, das habe ich jetzt zum Glück bei jedem Spiel gesagt. Und zack. Also mit dem Teleportieren ist eine nette Idee auf jeden Fall. Zack. Würde man wahrscheinlich später auch in Kämpfen und sowas einsetzen müssen. Das ist eine coole Idee. Zack, komm hier. Ich weiß nur nicht, warum das die Überlebenden sein sollen, diese Glaskapseln. Das sind wahrscheinlich Rettungskapseln oder irgendwie sowas in der Art. Komm darüber. Wir wollen alle retten. Wenn möglich. Ich will ja wieder meine Sterne haben, ne? Mal gucken, was das ist. Ach doch. Es geht flotter von der Hand. Mit ein bisschen Übung passt das. Nee, ist cool. Netter Kniff. Das zusammen mit dem Boost. Bin zwar noch etwas überfordert, muss ich sagen, beides jetzt zu benutzen. Aber geht gut vor der Hand. Auf jeden Fall. Ha! Noch ein Level geschafft. Mensch, das Tutorial, das rocken wir hier. Auf jeden Fall. Okay, es ist ein Tutorial. Was will man da erwarten, ne? So. Mal gucken. Na, krieg ich wieder meine 3? Oh, diesmal nur 2. Naja. Ich bin aber auch zum Glück nicht so ein Typ, der unbedingt immer alles volle Sterne haben will und so weiter. Damit kriegt man mich nicht. So, überspringen. Du hast so wenig Zeit, diesen Level. Durchqueren so schnell wie möglich. Alles klar, machen wir. Zack. Mache ich auch mal voller smooth Gameplay. Okay, kriegt nicht alle gerettet. Ah.
Okay, also dieser Boost, der, der haut eher das Level-Scrollen weiter, als dass man schneller wird. Also, kommt schon irgendwie auf dasselbe ja quasi hinaus, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, nicht so doll, aber. Mal gucken, wann jetzt die ersten Gegner kommen, auf jeden Fall. Gefällt mir vor allem auch, dass das hier auf die Trigger-Tasten auf. Ah, jetzt haben wir mal einen Plattformer, dass er mal einen kompletten Eindruck bekommt. Also so die Musik finde ich klasse und Stil finde ich klasse, ne? Rennen. Funktioniert nicht, braucht Dings. Kristalle. Hallo? Ich habe die letzte Nachricht verstanden. Bitte wiederholen. Knister. Na super. Okay. A zu springen, ja. Kriegen wir hin. A und zu rutschen. Du kannst die durchsichtigen Plattformen hindurchspringen. In beide Richtungen. Okay. Ja, gut. Das Übliche halt, ne? Mit ZR kannst du sprinten. Jawoll! Und zack! Nein! Okay. Ich bin nicht gut im Plattform, Mann, echt nicht. Aber macht Spaß. Auch das macht. Auch das macht Spaß. Auch wenn ich hier in dem Shooter-Teil gerade besser war. Aber sieht schon stilistisch cool aus, oder? Also, doch, hat was, hat was. Mal gucken, wie es weitergeht, okay. Teledash. Also ich schätze mal, es wird jetzt weiter mit dem Plattformer-Tutorial gehen. Also die Musik finde ich schön. Die ist so atmosphärisch irgendwie. Die passt perfekt zu dem Grafikstil. Also hätte das Spiel diesen Grafikstil nicht, wäre es nicht so. Okay, Teledash. Also hat man so ähnliche Fähigkeiten wie das Raumschiff, sage ich mal. Macht ja auch Sinn, ne? Wobei ich habe das Gefühl, dass es hier im Plattformer-Teil Sprint. Nein, der meint schon für die ganze Zeit beim Sprinten. Okay, da hätte ich jetzt springen müssen. Aber die Kontrollpunkte sind sehr fair gesetzt, immerhin. Immerhin. Wie soll ich machen, jetzt das Level noch fertig? Also wird auf jeden Fall interessant. Doch, gefällt mir auch. Gefällt mir auch auf jeden Fall. Ja, und das war auch schon meine erste Folge von Retro Panda. Geht mal den Pile of Shame an. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Konzept. Ist ja vielleicht auch interessant für euch, für mich sowieso, um eigentlich mal diese Spiele auch mal anzutesten wenigstens. Ich hoffe, ihr habt auch mal Bock auf weitere Folgen. Ich auf jeden Fall schon. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.